Ich will eine Politik, die Gera hilft, wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Gera war ja mal eine der reichsten Städte Deutschlands, basierend auf der Industrie mit Stoffen, mit Tuchen. Man sieht das auch noch hier am Markt. Man kann in die Villenviertel gehen, da sieht man es auch noch, wie sich die bürgerlichen Werte und die Werte derer, die diese Industrie damals groß gemacht haben, hier niedergeschlagen haben. Nun ist die Lage heute schwieriger. Es kommt also darauf an, an solche Traditionen neu wieder anzuknüpfen. Da gibt es eigene Hausaufgaben, die zu erledigen sind, und die Bundespolitik kann das ihre dazu tun. Ich will meinen Teil dazu leisten und kämpfe für Gera in alter Stärke. Deswegen wünsche ich mir in Gera eine Politik, die den Mut hat, sich auf die klassische Industrie auch zu besinnen. Die hat die Stadt Gera groß gemacht früher, damit kann die Stadt wieder groß werden. Und wenn man die entsprechende Anerkennung für die bodenständigen, für die gediegenen Jobs mitbringt, dann kann die Stadt wieder wachsen, dann kommen die Gewerbesteuern wieder rein und mit diesem Geld kann man dann auch die schönen und die edlen Dinge finanzieren, die die Stadt ja auch unterstützen will. Industrie ist das eine Standbein. Pflege könnte das zweite sein. Gera hat schon damit begonnen, im Pflegebereich einen neuen Schwerpunkt zu setzen. Und das kann zwei Probleme auf einmal angehen. Zum einen reagiert man somit automatisch auf die Bedarfe durch die demografische Entwicklung. Zum anderen kann man hier einen ganz neuen Sektor aufbauen, der dauerhaft sichere Jobs schafft. Gera ist Dixstadt. Und Gera hat aber auch darüber hinaus kulturell einiges zu bieten. Kultur aber braucht Geld. Und damit dieses Geld da ist, braucht es eben eine starke Wirtschaft und eine solide Haushaltspolitik. Ich stehe für eine solche Politik, und zwar auf beiden Ebenen, sowohl kommunal, was das in Ordnung bringen des eigenen Haushalts angeht, als auch im Bund für eine Politik, die den Kommunen nicht die Luft zum Atmen nimmt. Bitte. Denn am Ende ist es genau das. Eine Stadt kann viele schöne Dinge tun. Und damit das Geld dafür da ist, braucht es eine starke Wirtschaft und solide Finanzen. Thank you.